Guten Morgen, liebe Zuschauer. Und wir mit unserem Rundgang von Radio XY und TV sind natürlich weiter auf der Grünen Woche unterwegs. Und heute haben wir uns einem Thema gewidmet, das für Sie auch bestimmt ganz spannend ist oder das Sie kennen. Denn wenn Sie durch die Stadt fahren hier in Berlin, sehen Sie überall Bio. Bio und noch ein bisschen mehr dazu. Und ich habe mir gesagt, ich muss mich einfach mal ein bisschen mehr informieren auf dieser Woche Messe. Und dann habe ich mir doch einfach Herrn Elmar Seck zu uns geholt. Heute Morgen war nämlich das große Blockerfrühstück. Das heißt, man hat also schon ein bisschen Bio und vegan gekocht. Aber ökologischer Anbau ist ja ein Riesenthema. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Garten, wie mache ich das? Was muss ich dafür tun, dass ich dann sage, okay, ich habe das alles richtig gemacht? Also wenn ich das quasi jetzt von der Pike an richtig mache, relativ einfach ist, wenn ich jetzt irgendwas aussähe oder pflanze, dann kaufe ich mir schon mal biologisches Saatgut oder biologisches Pflanzgut. Und dann darf ich im Prinzip keine, diese chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, man sagt oft allgemein Pestizide, die darf ich nicht verwenden, sondern ich muss das mit anderen Mitteln machen. Ich muss gegebenenfalls irgendwelche Insekten bei Kartoffeln, den Kartoffelkäfer mit der Hand absammeln, darf da nichts spritzen. Ansonsten, genau, ich muss mich etwas mehr kümmern darum und habe nicht so die Notfallreserve, das Pestizid als Spritzmittel. Genau, es gibt ja viele Verbraucher, die immer fragen, ja, wenn ich Bio kaufe gegenüber dem normalen Produkt, schmecke ich das? Gibt es da irgendwo, wo man sagt, ja, das merkt man den Unterschied? Also da gibt es natürlich auch verschiedene Studien zu, die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Also generell scheint es so zu sein, dass meist, weil Bioprodukte etwas weniger Wassergehalt haben, dann schmecken sie dadurch schon mal intensiver. Aber ich muss fairerweise sagen, vor allem ist natürlich auch dann die Sortenfrage. Und im Ökolandbau werden viele, viele verschiedene Sorten angebaut und diese schmecken oft besser, weil es da um Geschmack überwiegend geht und nicht um Ertrag. Und deshalb schmecken sie das dann im Ökolandbau sehr häufig, dass ihnen dann eine Bio-Kartoffel oder ein Bio-Apfel vielleicht besser schmeckt. Vor circa 2-3 Jahren hat man ja mal, als die Grüne Woche mal mit einer Biohalle anfing, und hat man ja immer gesagt, den Slogan, wo Bio draufsteht, ist ja auch Bio drin. Hat sich das jetzt, sagen wir mal, noch verfeinert, noch verbessert, wo Sie sagen, ja, da kann man wirklich dahinter stehen und der Endverbraucher, wenn er irgendwas, ein Bio-Produkt kauft, dann hat er das auch. Ja, also diese Aussage kann man weiterhin genauso sagen. Und das deutsche Biosiegel, dieses Sechseck, was ja wirklich jetzt die meisten kennen, einen hohen Bekanntheitsgrad hat, das darf verwendet werden. Das ist kein Pflichtsiegel, aber die meisten, weil es jeder kennt, der nutzen dies auch. Also man darf dem vertrauen. Was vielleicht etwas weniger bekannt ist, ist das EU-Bio-Logo. Das ist mittlerweile für die Bioprodukte verpflichtend. Wo Bio draufsteht, auch das Wort allein, Bio oder Öko, tatsächlich muss das kontrolliert worden sein und da kann man sich sehr, sehr sicher sein, dass es ein Bioprodukt ist. Genau, das machen Sie ja, Herr Seck, weil Sie sind ja von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und kontrollieren das auch sehr stark und haben da immer ein Auge drauf, dass das also auch immer so bleibt. Ja, es ist so, dass wir als Bundesanstalt die Kontrollstellen, also die Kontrollstellen, die werden von uns zugelassen, ob die dann wiederum die Kontrollen richtig durchführen. Und das machen wir zum einen, genau. Und auf der anderen Seite gibt es ein Programm, weil wir wollen den Ökolandbau in Deutschland noch ausbauen. Das Programm hat einen sperrigen Namen, Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft, Böllen. Genau, das hat zum Ziel, den Ökolandbau, die nachhaltige Landwirtschaft in Deutschland zu erweitern. Genau. Thema Nachhaltigkeit ist ja mittlerweile in aller Munde. Ne? Klimawandel, alles, was so dazugehört. Der Frühling wird kürzer, der Sommer wird um 20 Tage länger und. Es war nur warm im Winter jetzt. Also ich war jetzt wirklich die letzten Jahre, Jahrzehnte immer in Berlin um die Januarzeit zur IGW. Ich finde es so warm wie dieses Jahr war es noch nie. Kein Schnee, kein Frost. Das stimmt. Also für die Autofahrer ist es ganz gut, aber ob es für den Landbau und für die Landwirtschaft ganz gut ist, ist ja immer noch so eine fragwürdige Geschichte. Ne? Deswegen gehen ja auch die Bauern, sagen wir mal, jetzt vielleicht auf die Straße und sagen, hallo Freunde, wir müssen ein bisschen was anders machen, damit wir auch in 20 Jahren noch was auf dem Teller kriegen. Ja, also wir müssen es tatsächlich, also dieser, ich nenne es jetzt mal Klimawandel, die anderen nicht mehr verlässlichen Witterungsbedingungen, das ist durchaus ein Problem. Ne? Mal ist es trocken, mal ist es zu nass. Da müssen sich die Landwirtinnen und Landwirte wirklich darauf einstellen. Und am Ende ist es tatsächlich auch dieses Thema, ne, Preis, also wie können wir die Lebensmittel so günstig anbieten, dass wir sie kaufen können und dass der Landwirt auch davon leben kann. Ja. Genau, das ist das Ziel.
Deswegen haben wir immer gesagt, liebe Zuschauer, wenn ein Produkt ein bisschen mehr kostet und es ist vernünftig angebaut, dann zahlen wir das ja auch oder ich zahle es gerne. Und Frau Glöckner hat gerade in ihrer großen Rede gesagt, 60% sind schon dabei und sagen, die würden auch mehr Geld ausgeben für gute Produkte. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, das würde ich mir gerne mal angucken, ich würde das gerne auch in meinem Garten oder auf meinem Grundstück, würde ich mir jetzt gerne den ökologischen Anbau so ein bisschen näher bringen, dann sollten Sie einfach hier in die Halle 27 kommen auf der Grünen Woche. Oder wenn Sie sagen, nee, das schaffe ich nicht ganz, weil ich die Zeit nicht habe oder ich bin gerade nicht in Berlin. Wo finde ich denn was, Herr Seck? Also man muss zu dem Thema Preis vielleicht noch kurz, man muss gucken, dass dann der Mehrpreis beim Landwirt hoffentlich ankommt und nicht nur beim Handel. Also der Handel muss auch verdienen und leben, aber genau. Und wirklich ganz tolle Informationen zum Ökolandbau, zu Bio-Lebensmitteln finden Sie auf www.ökolandbau.de. Das ist eine tolle Seite. Also ganz einfach, www.ökolandbau.de, dann schauen Sie, können sich informieren. Und wenn Sie sagen, ich bin sowieso unterwegs, schauen Sie einfach rein. Herr Seck, vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, obwohl die Messe ganz spannend ist hier. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich würde sagen, wir treffen uns dann nächstes Jahr wieder und dann gucken wir mal, was passiert ist. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.